Dauert, bis man tatsächlich live ist. Aber vermutlich ist es jetzt so. Deshalb herzlich willkommen an alle, die uns zuschauen und zuhören. Ja. Nee, aber tatsächlich, also es ist, ja, dieses erste, also Start Streaming ist wirklich so, soll ich da jetzt wirklich? Und dann, wenn man immer, wenn man online gehen möchte, denkt man sich, bin ich jetzt schon, wie sieht der Beckenbauer-Moment aus? Bin ich schon drin? Sind wir schon live? Und jedes Mal, wenn man einfach nur OBS aufmacht, um eine kurze Szene aufzunehmen oder die nächste PowerPoint-Show oder wie auch immer, dann hat man unfassbar, ich will nicht sagen Angst, aber man will nicht auf Start Streaming drücken. Aber es ist ja noch ein Kontextfeld dazwischen. Also, wie man macht's das hier und denkt, man macht's anders. Wir haben wieder, eigentlich sind wir sogar noch 2 Minuten zu früh. Das ist ja allerhand. Aber wir haben vor Obwohl Barcamp. wir wie immer Technikprobleme hatten zu Ja, was Beginn. heißt Technikprobleme? Ich meine, es Skype ist ist halt. einfach so ausgegangen, einfach so. Es ist halt wirklich immer irgendwas. Haben wir sogar ein Coding? Nein, das ist die, das ist ja, Ja, wir das haben ist sogar die Transcoding. 12-Uhr-Zeit. Versucht das mal irgendwie, ich weiß gar nicht, was der größte. Also am Wochenende sind 7% mehr Leute online, was ja schon signifikant mehr ist. Und versucht das mal irgendwie Samstag nachmittags, abends als Pleb sozusagen. Ich hatte ja, ich meine Online-Sprechstunde findet ja klassisch am Freitag um 13:30 Uhr statt und letzte Woche hatte ich keine Zeit, da ich zweitgeimpft wurde und habe sie deshalb auf den Donnerstagabend vorverlegt um 20:15 Uhr zur Primetime. Und ich hatte tatsächlich mehr Zuschauer bei Twitch als Ah, Freitagnachmittag. heftig. Ist da, also, aber woran liegt das? Ich meine, es gucken halt, also Leute sind nicht auf der Arbeit. Erstmal klar. Das heißt, du fängst dann Leute ab, die mit dem Studieren eigentlich nichts zu tun haben. Und ich glaube, dein Bild sieht schon sehr anders aus. Also, wenn man das noch gar nicht kennt, dann könnte man auf die Idee kommen, dass du da irgendwas ganz Verrücktes machst, tatsächlich. Ja, und man, vielleicht ist es so, dieses, oh, jetzt müssen wir mal gucken, was da Komisches passiert. Ja, und dann gab es ein paar Leute, die waren halt in dem Zoom-Meeting und hatten aber, glaube ich, irgendwie so dann so richtig doch keine Frage und sind dann rausgegangen und sind dann hat man sie 2 Minuten später bei Twitch gesehen. Also worüber wir uns echt noch mal unterhalten müssen, sind eure Uhrzeiten. Also 7 Uhr morgens hab ich euch ja schon mal wirklich stellvertretend im Namen eurer Studierenden den Vogel gezeigt. Und 20:15 Uhr abends ist halt auch schon. Ah, das. Seriously? Also muss das sein? Aber geht wahrscheinlich nicht anders, ne? Nee, ging in der letzten Woche nicht anders. Sehr Hat gut. sich so ergeben. Schön. Wir haben, ganz ehrlich, Barcamp hast du es vorhin ja einfach angeteasert. Wir hatten uns letztes Mal schon drauf verständigt, weil ja ein, oder du hast ein Barcamp gemacht. Normalerweise tue ich ja so, als hätte ich keine Ahnung. Jetzt habe ich wirklich keine Ahnung. Was ist denn ein Barcamp? Ich hab mich schon mal so grob informiert und habe einfach mal auf Pixabay. Also wenn du keine Ahnung hast, auf Wikipedia oder auf Pixabay einfach mal, also Barcamp, ich weiß nicht, ein Laptop und ein Handy, da muss ich mich nicht für treffen. Ich weiß auch nicht, ob die Leute eher, ich weiß nicht, is this a Barcamp? Am I doing this Barcamp right? Nee. Also ich glaube, ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, ich habe es mal in irgendeinem Podcast von Jöran Moos-Mehrholz gehört. Ich glaube, es gibt auch mehrere Theorien, warum das jetzt irgendwie Barcamp heißt. Die bringe ich jetzt aber nicht zusammen. Es hat auch nicht notwendigerweise, glaube ich, was mit einer Bar zu tun. Im Deutschen würde man das vielleicht irgendwie eine Unkonferenz nennen, wobei ich den Begriff eigentlich auch albern finde. Also es ist eher ein Treffen, ja, man könnte schon sagen, eine Konferenz, eine Tagung, wo aber das Programm und das, was dort stattfindet, erst an dem Tag, also hier Ad-hoc-Konferenz, das finde ich halt eigentlich ganz gut, ne? Oder man könnte vielleicht sagen, eine Spontankonferenz. Also man hat sich zumindest einen Termin vereinbart und sagt, an dem Tag wollen wir halt irgendwie was machen. Vielleicht so ein großes Oberthema, ne? Es soll bei uns um Grundlagen Elektrotechnik gehen, aber was dann da präzise stattfindet, das wird halt erst an dem Tag bestimmt und das hängt eben von den Teilnehmenden ab, die daran teilnehmen und die auch was dazu beitragen, indem sie halt sagen, wir würden uns gerne über dieses und jenes austauschen. Und deswegen hat sich dann für die Leute, die daran mitmachen, der Begriff Teilgebende oder TeilgeberInnen
etabliert, weil man halt was, man teilnimmt, aber man gibt halt auch irgendwie was mit dazu. Und die Idee ist eben so, ich mache das ganz gern, machen wir auch schon seit ein paar Jahren als Prüfungsvorbereitung sozusagen als letzte Lehrveranstaltung, weil so ein bisschen die Idee ist, über die 2 Semester wird ja wohl jeder Student und jede Studentin irgendein Thema, du lachst schon, irgendein Thema so weit verstanden haben, dass man sagen kann, oh, da könnte ich mal eine Aufgabe zur Rechnung am Beispiel oder da könnte ich mir, traue ich mir zu ein paar Fragen zu beantworten oder zumindest, oder zu sagen, oh, dieses Thema, das erscheint mir doch alles irgendwie sehr suspekt und vielleicht gibt es noch ein paar andere, denen das auch suspekt erscheint. Ich habe Zweifel. Genau. Und Okay. vielleicht können wir uns darüber unterhalten und vielleicht der eine weiß was in die Richtung und die andere in die andere Richtung und was wir halt alleine nicht hinbekommen, das zusammen befruchtet sich das dann und das wir schaffen da dann irgendwie ein bisschen neues Wissen in unseren Köpfen an der Stelle. Okay, aber nur quasi, um das mal einzusortieren, viele haben das ja nicht. Also es ist eine zweisemestrige Veranstaltung. Das heißt, man sowohl die Leute oder die Personen, die Studierenden kennen sich oder haben sich schon mal gesehen. Ich meine, irgendwie passiert ja doch Per Zoom. Sozialisierung. Ja, aber im Hintergrund findet, das wäre jetzt meine These, im Hintergrund findet definitiv Sozialisierung statt. Und die kennen sich oder ein paar kennen sich. Das heißt, es haben sich schon mal vielleicht auch Grüppchen gebildet. Das ist das eine. Haben die am Ende des ersten Semesters schon mal eine Prüfung abgelegt oder eine Feedbackschleife bekommen? Ja, na klar, es gibt ja diese Ja. Leistungskontrollen oder ne, diese Zulassungsklausuren sozusagen. Es gibt ja diese semesterbegleitenden personalisierten Aufgaben. Also ein bisschen was passiert schon definitiv in dieser Okay, Richtung. weil das ist ja quasi so der zweite Check. Das heißt, es ist nicht, dass man irgendwie 2 Semester lang, wir haben einfach super viel Content oder Inhalt, wir wollen euch aber nicht am Ende des ersten Semesters prüfen, sondern am zweiten. Good luck. Und übrigens, wir würden gerne gucken, was ihr verstanden habt. Also so scheint es ja nicht gedacht zu sein, sondern wurde auch schon mal aussortiert, um mal böse zu fragen. Also schaffen alle den Sprung von erstem. Ja, klar. Also Okay. da ist Gut, kein Ausschlusskriterium irgendwie dazwischen. das heißt, so sowohl sozial als auch von der Lernfortschrittskontrolle ist eigentlich schon genug passiert, dass das ein guter Zeitpunkt, glaube ich, ist. Wie viel Abstand gibt es jetzt zwischen Barcamp und Klausur? Also. Jetzt in diesem Semester ungefähr 4 Wochen, weil die Klausur halt relativ spät geplant ist. Wow, 4 Wochen. Das könnte, also okay. Also ich versuche ja immer so diese Studierendenperspektive mit reinzubringen und 4 Wochen vor Klausur, pff, fast noch zu viel. Aber okay, willst du, erzähl doch mal. Also ich meine, so sieht das irgendwie Orlando aus, okay. Sieht jetzt für mich wie eine Pressekonferenz aus. Ihr musstet es ja Ja, jetzt rein virtuell machen, richtig? ja, also ich glaube sozusagen, so Kernpunkt eines jeden Barcamps ist eigentlich schon eine große Plenarsession, wo halt alle zusammenkommen und wo man halt gemeinsam diesen Sessionplan füllt, also sich sozusagen gemeinsam überlegt, Sieht das so aus? Das ist ja ein ja, Grid so aus genau, so in der Bangalore. Art, was machen wir halt, ne? Und typischerweise, also meines Erachtens lebt das halt auch total davon, dass es einen guten Moderator oder eine gute Moderatorin gibt, die halt irgendwie dieses Feuer entfacht, in den Leuten da aktiv zu werden und halt auch was zu der ganzen Sache beizutragen. Also du. Da in dem Fall war das ich, ja. Also Ja. ich habe halt die Idee, ich war vor, ich weiß nicht, 2018 bei so einem Edu-Camp, so einem Educational Barcamp, ich glaube in Leipzig. Und da hat das der schon angesprochene Jöran Moos-Mehrholz gemacht, meines Erachtens ganz fantastisch. Cool. Und also ja, und also ich glaube, das muss man halt machen. Man muss irgendwie so das gut moderieren, dass die Leute da halt irgendwie alle Ängste abwerfen und sagen, ja, da will ich unbedingt mitmachen. So, und dann ja, kann sich jeder irgendwie ein Thema überlegen und kann das kurz pitchen, kann das kurz vorstellen. Also sagen, ne, ich möchte irgendwie das und das machen. Das muss man auch wirklich kurz machen. Auch da ist so, wenn man das live moderiert, halt gut, wenn man, glaube ich, als Moderator selbst das Mikrofon in der Hand behält, dass man, wenn man merkt, oh, jetzt setzt die andere Person doch zu einer längeren Erklärung aus, dass man das auch mal wieder ein bisschen zurückziehen kann. Und Das ist ja, uns noch nie passiert. Das ist noch nie irgendwem irgendwo passiert, dass Leute. Nein. ja, und in Zoom kann man das natürlich irgendwie auch machen.
den Leuten einfach sagen, macht kurz einfach euer Mikrofon an, erzählt, was ihr halt vorhabt. Und diesen Sessionplan haben wir dann halt in ein, also eben haben wir ja so eine ganz klassische Variante gesehen, so mit Papier und Stift oder so einer Metaplanwand. Und wir schreiben das halt immer in ein Google Docs Dokument Okay. und den Link dazu kann man natürlich einfach in den Chat packen oder per QR-Code irgendwie auf die Folien tun. Und früher, also wir haben das ja auch ein paar Mal wirklich vor Corona-Zeiten im Hörsaal gemacht oder in einem Gebäude. Da ist halt, muss man sagen, eigentlich die Unis schlecht dafür ausgestattet, weil es eben keine passenden Räumlichkeiten dafür gibt. Ja, also Klar. wie soll man halt sowas vernünftig in einem großen Hörsaal machen? Also klar, für diesen Plenar, für diese Sessionplanerstellung braucht man halt einen großen Raum, wo alle Leute reinpassen, aber danach wären halt eigentlich so Gruppenarbeitsräume irgendwie besser. Und dann hatten wir halt sowas wie, naja, es gab so ein großer Hörsaal hat ja vier Ecken, also die vier Ecken vom Raum waren schon mal irgendwie Gruppenarbeits. Eure Hörsäle haben auch vier Ecken. Das ist verwunderlich, unsere Es gibt auch. auch welche, die haben so ganz komische Architektur. Nein, und dann so Notausgangstür zur einen Seite raus, anderen Seite raus, irgendwie in den Kellergang rein. Ja, das war nicht so toll. Da haben wir irgendwelche Flipchart-Wände hingestellt. Wäre natürlich viel schöner gewesen, wenn man dafür jetzt irgendwelche tollen kleinen Seminarräume gehabt hätte mit ein bisschen netterer Arbeitsatmo, aber sowas gab es und gibt es halt. Also, das ist immer so, wenn ich halt irgendwie lese, ja, hier, Uni baut sich ein neues Hörsaalgebäude, sage ich immer, wofür? Kein Mensch braucht ein riesen Hörsaalgebäude. Ja, ihr braucht eigentlich so, also zum Beispiel sowas, um Barcamps zu machen, so Kleingruppen, Lern-, Arbeits-, Diskussions-, Foren, wo man sich halt irgendwie in kleinen Gruppen zurückziehen kann und dann vielleicht auch wieder in ein großes Plenum kommt, aber halt auch mal so ausschwärmen kann und in kleinen Gruppen was machen kann, auch in Und Präsenz. du sitzt komisch, du sitzt so auf der Stange, du kannst irgendwie kaum irgendwie mit einer Person hinter oder vor dir, irgendjemand muss sich immer das Kreuz verdrehen. Ja, ich meine, man kann über diese Open Spaces oder über so Collab Spaces, gibt es hier in Berlin auch genug von, sich auch über die Farbgestaltung auch ein bisschen lustig machen, das ist schon okay. Aber es sind halt trotzdem, ja, offenere Plätze und man kann halt irgendwie auch mal zu acht um den Tisch sich rumstellen. Ja, das ist Ich glaube, es gibt da auch viel Shishi und so. Da machen wir definitiv. uns auch nichts vor. Und im Zweifelsfall tut es halt der etwas düstere Kellergang auf, wenn man da eine Flipchart hinstellt. Da lenkt wenigstens nicht so viel ringsrum ab. Ich kann mir das so richtig vorstellen, so in Magdeburg unten im Ja, doch, da gibt Keller es auch immer mit so so. Fotos von bei Twitter, wo wir da im Keller standen. Naja, und jetzt war klar, ein bisschen. Prinzip die Idee, das in die Online-Welt irgendwie zu übertragen, das haben natürlich auch vorher schon Leute gemacht und eigentlich funktioniert das auch ganz gut. Also ich glaube, was sonst bei Barcamps tatsächlich der begrenzende Faktor ist, wenn man die in Präsenz macht, ist halt die Anzahl der Räume oder die Anzahl der Orte, an denen solche Sessions stattfinden können. Weil ich meine, im Prinzip kann es so viel Sessions geben, wie sich immer paarweise Leute finden. Ne? So, also sobald irgendwie zwei Leute an einem Thema interessiert sind, ist das eine Session. Und jede Session braucht eigentlich irgendwie einen eigenen Raum oder einen eigenen Space. Und die kriegt man halt in Zoom über Breakout-Räume problemlos hin. Wie viele Menschen haben das denn dann also moderiert, vor allem du haben wir ja gesagt, aber also wie viele offizielle Lehrstühle, wer wurde denn da alles bezahlt, so rum? Also wie viele Leute braucht man dafür? Ja, also sozusagen als Lehrperson habe nur ich das bestritten. Und Ach, ansonsten was? machen das halt Studis, ja. Ansonsten machen das die Studis. Ach, Im Prinzip krass. brauchst du nur mich, um das zu moderieren. Und dann habe ich halt, wir waren, also es war mir klar, dass da halt nicht so wahnsinnig, weil das natürlich wieder so ein interaktives Format ist. Und da kann ich ja, da müsste ich ja vielleicht sogar auch mal irgendwie mitmachen und meine Kamera anmachen und meinen Ton und so. Moment, man Und musste die Kamera anmachen? nein, No way. muss man nicht, aber es. Nee, also ansonsten waren wir vielleicht so 70, 80 Leute in der Vorlesung, da waren wir so 50. Und Okay. ich hatte dann halt mit vier Sessions parallel geplant, also sozusagen sowas wie 10, 12 Leute pro Session. Und und dann zwei Slots hintereinander, also 2 mal 4. Und also dass es im Prinzip 8 Slots gab und 7 davon haben wir auch gefüllt bekommen. Also für 7 davon haben sich Studis gefunden, die halt gesagt haben, ja, irgendwie zu dem Thema rechne ich ein Beispiel oder rechne ich eine Aufgabe oder kann ich irgendwie Fragen beantworten. Es gab sogar 2, 3 Leute, die halt gesagt haben, und das ist echt mutig, muss man halt sagen, die gesagt haben, offene Fragenrunde. Ask me anything you want. Ich werde versuchen, das irgendwie zu erklären und zu beantworten. Und das ist schon, ich meine, das ist ja auch nichts anderes, als was ich in der Sprechstunde mache. AMA, ja, ask me anything. Aber wurden dann da auch wirklich fachliche Sachen gefragt oder hat dann auch jemand mal was anything?
bezogen ist. Nee, also ich versuche mich immer da erstmal irgendwie rauszuhalten und einfach in dem Hauptraum zu bleiben und da meine Kamera anzulassen, aber meinen Ton auszumachen und dann auch irgendwie ein bisschen irgendwas anderes zu machen. Weil natürlich sonst ich gemerkt habe, dass es so ein Fanboy-Tum gibt. Also wenn man dann halt sagt, man guckt so in diese Sessions mal rein, um sich das so anzugucken, dann sehen natürlich alle in der Zoom-Teilnehmerliste, oh, der Herr Magdowski, der ist jetzt gerade hier irgendwie in Raum B. Und dann kommen alle hinterher. Da geht doch jetzt bestimmt die Post ab, da gehen wir mal alle hinterher und gucken mal, was da halt so passiert. Ich glaube vor allem, dass, um das mal wieder zu unterbrechen, dass das so eine Fear of Missing Out ist. Weil am Ende sagt der Magdowski irgendwas, was er noch nie gesagt hat in seinen 300 Videos. Noch nie. Und dann muss ich natürlich dabei sein. Ja, und deshalb versuche ich mich da wirklich rauszuhalten. Also so schwer das vielleicht manchmal auch fällt. Und ich gucke dann zum Ende. Also wenn so die, ne, wir haben immer eine halbe Stunde pro Session geplant und dann so in den letzten paar Minuten schalte ich mich dann mal rein, um so zu gucken, was denn vielleicht so passiert ist oder was auch nicht passiert ist und nochmal daran zu erinnern, irgendwie die Ergebnisse in geeigneter Art und Weise eventuell abzuspeichern. Und dann haben wir halt wieder so ein Padlet genutzt, um die zu sammeln. Da kann ja wieder was hochladen. Habt ihr denn, also ich meine, es klingt nach rein freiwillig, rein Input getrieben der Teilgebenden, finde ich ein schönes Wort. Das heißt, es war angekündigt, kommt oder kommt nicht, es gibt keine Noten, oder? Genau. Ja, genau. Okay. Und it's just for fun. Und ich meine, was man halt immer am Anfang in dieser Moderation den Leuten sehr gut sagen kann, ist, was hier heute passiert, liegt halt an euch. Ja, also wenn das heute super gut wird, dann ihr wart's gewesen. Und wenn es heute irgendwie super schlecht wird, dann ist auch eure Schuld. Ich, außer der Moderation habe ich heute hier leider nicht viel beizutragen. In den Präsenzbarcamps habe ich das auch so gemacht, dass ich dann halt, wenn diese Session anfing, dann bin ich auch erstmal raus aus dem Raum und habe mir halt einen Kaffee geholt und dann noch den 10 Minuten in Ruhe an der Kaffeebar getrunken im Gebäude und bin dann erst irgendwie wieder so zurückgeschlendert. Weil ich meine, sonst, wenn man dann so im Raum sitzen bleibt, dann weiß man ganz genau, dass irgendwann schon so einer guckt, oh, was, jetzt winken wir den doch mal zu uns ran, weil wir hier irgendwie eine Frage haben, wo wir nicht weiterkommen. Und da muss man erstmal so ein bisschen, ne, eine zu niederschwellige Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ihr macht das, ihr macht das. Man muss sie auch einfach mal man muss die Studierenden an der Stelle auch einfach mal selber machen lassen. Ein bisschen Vertrauen sehen und dann kann man auch die Früchte ernten. Und also meines Erachtens, was ich halt nach den dann 25 von 30 Minuten gesehen habe, war, dass da hauptsächlich fachliche Sachen diskutiert wurden. Und wir hatten dann sogar in dem zweiten Zeitslot, weil wir einen von den Vieren dann nicht gefüllt bekommen haben, haben wir dann halt gesagt, na gut, dann machen wir einfach themenoffene Fragerunde oder themenoffene Diskussionsrunde. Irgendwie sowas haben wir dann in den Sessionplan reingeschrieben. Also wäre jetzt einfach hier so just chatting, ja. Ja. Da ging halt keiner hin. Also es gab keine Leute, die sich einfach nur so unterhalten wollten. Okay. Es haben schon alle dann irgendwie doch noch sehr auf den fachlichen, technischen Input und Austausch und so gehofft. Oder aber auch da würde ich wieder vermuten, die wollten nicht auf dieser Plattform miteinander. Das kann natürlich sein, ja. Das kann natürlich sein. Was sind das denn? Sind das dann wirklich Zweitsemester oder ist das dann? Ja. Sind das dann okay. Ich meine, also das muss man sich halt auch ein paar Versprengte, die irgendwie. Das muss man sich halt echt vor Augen halten, dass das halt zweites Semester Bachelor. Wie waren wir im zweiten Semester Bachelor? Also, da muss man auch erstmal sagen, okay, ich stelle mich da jetzt vor die Kommilitonen, die ja augenscheinlich auch nur die Veranstaltung und das, was ich in den Grundlagenmodulen bisher gemacht habe, gesehen habe und sage, Leute, ich rechne euch das vor. Easy. Das sagt keiner. Also das muss man auch erstmal an Vertrauen haben. Also ich finde das eine gute Übung. Und das ist tatsächlich, also so wie du es jetzt erzählst, ich dachte, das wäre deutlich mehr Vorbereitung mit Listen und so, wirklich wie halt eine Konferenz ist, wo du irgendwie zwei Wochen vorher nichts anderes machst, dann machst du die Woche die Konferenz oder drei Tage und eine Woche lang danach musst du irgendwie nur die letzten Scherben noch aufsammeln oder Nachbereitung. Aber das klingt tatsächlich so locker, wie es auch sein sollte. Steht und fällt dann aber halt echt wirklich mit jeder Session. Also. Ja, also, und ich meine, das ist ja auch,
Also ich war halt wirklich irgendwie tatsächlich, glaube ich, leider nur bei diesem einen Live-Edu-Barcamp da mal und habe jetzt halt seitdem irgendwie ein paar bei uns organisiert in Präsenz und halt auch online. Aber also ich glaube gerade diese Session-Planungs-Dings, ne, wenn dann halt so die Leute aufstehen und nach vorne gehen und sagen, ne, also das ist so eigentlich so dieser magische Moment an der ganzen Sache, wo man so zugucken kann, wie das alles so im Entstehen ist. Ich kenne das so als, also auf einer weniger in, oder noch informelleren Ebene als bunten Abend, wenn man dann irgendwie als Verein irgendwie sagt, okay, was machen wir heute Abend? Das ist natürlich noch mehr Entertainment oder noch mehr auf nicht fachliches bezogen. Aber auch da bietet ja einfach jeder an, sagt, hier, ich mache das oder wir machen die Übung. Okay. Aber ich glaube, also ja, ich kenne auch so offene Abende, aber ich meine, bei so offenen Abenden würde man das ja eher, oder so Open Stage im Prinzip, da ist ja dann trotzdem so, dass halt das alles eine große Gruppe, ein großes Plenum bleibt. Also die Idee von dem Barcamp ist ja schon, das im Stimmt. Großen zu organisieren und dann halt irgendwie in die kleinen Gruppen zu untersplittern. Und dann, wenn man merkt, okay, da gibt es jetzt irgendwie gemeinsame Nenner, das vielleicht auch wieder zusammenzuholen und irgendwie im Plenum vielleicht auch nochmal mit den Leuten, die halt die Sessions organisiert haben, vielleicht nochmal so die wichtigsten Ergebnisse zu diskutieren. Ne? Und Ja. ich glaube, ein entscheidender Punkt ist auch noch, die Sachen halt auch zu dokumentieren, so dass im Idealfall jemand, der halt vielleicht nicht in der Session mit dabei war, trotzdem irgendwie zumindest einen vagen Eindruck davon hat, was da passiert ist und im Zweifel halt irgendwie ihn fragen kann, der mit dabei war. Ist das eine formale Rolle? Weil Protokollant klingt schon wieder hart nach deutschem Vereinsrecht. Naja, nee, so eine harte formelle Rolle ist das nicht. Also ich glaube, das ist sowas, wo halt auch, also zumindest so wie ich das verstanden habe, sind Barcamps jetzt eher eine Sache der neueren Zeit, in denen jetzt digitale Endgeräte durchaus irgendwie üblich waren und dass man halt dieses Protokollieren dann kollaborativ gemacht hat in irgendwie einem Etherpad oder sowas. Ne? Und ich meine, bei uns ist wieder halt so, ja, ein Etherpad nützt uns jetzt in Grundlagen Elektrotechnik nicht so viel, weil Formeln, Schaltbilder, Diagramme, was ich immer sage, kriegst du halt nicht reingeschrieben. Ja, deswegen ist bei uns halt irgendwie Zoom Whiteboard, irgendein anderes Whiteboard. Ich glaube, viele haben auch einfach in OneNote geschrieben, ihren Bildschirm freigegeben oder halt so wie ich in Windows Journal irgendwie sowas. Oder halt einfach mit den Zoom-Overlays und dann Bildschirmfotos von gemacht, PNGs abgespeichert, irgendwie sowas in der Art und dann halt in dieses Padlet hochgeladen. Und das ist für uns dann wieder sehr, also ne, das ist jetzt vielleicht eine Spezialität von unserem ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen Elektrotechnik Barcamp, dass so ein Google Docs als Dokumentation oder so ein Etherpad da. Also, ob du jetzt irgendwie wissenschaftliche Grundlagen über ein Barcamp machst oder am Ende von einem Seminar und da irgendwie ein Strukturgleichungsmodell zeichnen willst oder ein Flussdiagramm in Modellierung, ja, so ein typisches WI-Fach. Also, ich will damit sagen, ich glaube, mehr Fächer profitieren davon, nicht nur wirklich rein technische. Weil ich meine, Stichpunkte haben wir halt wirklich den ganzen lieben langen Tag. Ne? Also, ja, ein Drive ist schon cool, auch weil es halt so niedrigschwellig ist und alle haben es schon mal gesehen und. Deine zum Beispiel Windows Journal haben vielleicht auch nicht alle gesehen oder gehört, geschweige denn benutzt. Dann brauchst du auch Windows, wie auch immer. Aber also das finde ich schon, das kann man schon in anderen Fakultäten sozusagen auch mal ausprobieren. Hast du denn Bilder oder so Sachen, die zeigenswert sind von dem Barcamp auf Twitter? Irgendwie bei Twitter, ja. Okay, dann Suche logge mal ich mich nach auch noch mal nebenbei ein. Hashtag GET Camp. Wieder suchen für GET Grundlagen Elektrotechnik. Muss ich noch in der Lage sein, mein Ja, aber ich glaube halt auch wieder, dass so diese Barcamp-Community halt ursprünglich eher wieder so aus dem, ja, weiß nicht, humanwissenschaftlich, vielleicht auch wirtschaftswissenschaftlichen Didaktik, Hochschuldidaktik, Kontext und so entstanden ist. Und ich glaube, da tut es halt ein Etherpad oder irgendwie ein Google Docs oder Stichpunkt oder Text halt, wo man, Hauptsache, man kann da ein bisschen Links einfügen, kann da ein bisschen Copy und Paste machen, kann das irgendwie hin und her schieben und sortieren. Das hilft da, glaube ich, schon enorm. Aber meinst du jetzt wirklich die Ursprungsidee? Weil irgendwie im Wikipedia-Artikel stand ja, das ist schon so super uralt aus 2005. Ja, gut, ja, um 2005 ist jetzt keiner mit dem Handy mit dem Smartphone rumgelaufen, das stimmt schon. Aber ich meine halt, irgendwie Laptops gab es ja damals auch schon, die man durchaus länger als 30 Minuten benutzen konnte und WLAN.
Oh, deine Kamera. Ja, das muss zweimal im Stream passieren, sonst. Das ist, genau, das gehört zur Die ist Folklore. alt, die ist 4 Jahre alt. Ja. Wie heißt dein, also GET haben wir ja. GET Camp. GET Camp. Wie Barcamp plus GET Camp. Direkt hier wieder sich den eigenen Hashtag. Okay, hab ich doch sogar was gefunden hier. Oh ja, da ist noch mit, das ist noch von, wo es noch in Präsenz war, Okay. natürlich mit Candy Bar. Und damals haben wir auch noch dann uns von einer kleinen Firma da ein paar sozusagen Giveaways sponsern lassen für die Leute, die halt da mitgemacht haben. Ich wollte gerade sagen, das ist ja jetzt 2019, Ja. das ist ja irgendwie ein Jahr vor der, Das du weißt schon was. ist ja schon ganz alt. Und da unten ist dieses Etherpad, Quatsch, dieses Padlet für Okay, sozusagen da lass die uns doch Ergebnisse. da. Ah, okay, das heißt, ich hatte 4 Räume, das macht ja Sinn. Ausgleichsvorgänge. Diese Aufgabe, ich weiß nicht, ob man es auf dem kleinen Screen, diese Aufgabe hat mein Leben verändert. Leute, das schreiben Studierende in Matthias Barcamp. Nur noch 391 auf Lager, schlagen Sie jetzt zu. Das ist ja fast schon Humor. Darf man denn beim, darf Lernen Ja, denn klar. Spaß machen? Und dann nochmal anonym mein Beileid. Wahrscheinlich auf die Lebensverändernden. Ah, großartig. Okay. Padlet, hostest du das selber Nee, das ist oder? natürlich DSGVO unkonform, sehr, nein, man würde das jetzt wahrscheinlich heutzutage eher durch die DSGVO-konforme alternative Taskcards ersetzen, aber ja gut, wenn man das da irgendwie einmal angelegt hat, muss ja mal alles schnell gehen, dann. Ja, mir war ich einfach nur so aus Interesse. Also. Nee, das ist halt ja, die kommerzielle Plattform. Früher konnte man ja beliebig viele von diesen Padlets anlegen. Mittlerweile kann man mit dem freien Account nur noch 5 anlegen und eins davon nehme ich halt immer für dieses Barcamp. Und das habe ich, das hatte ich an dem Wochenende davor rasch zusammengetackert. Ja, die skeptische Nummer 5 hat gewonnen. Das ist, glaube ich, auch tatsächlich der hauptstudentische Gesamteindruck, wenn man halt dieses Barcamp anmoderiert. Alle sitzen wieder ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange und warten, was da jetzt passiert und sagen, ja, klingt alles irgendwie so ein bisschen nach Schmerz und so, komisch, seltsam. Und die aktivistische 3, ich habe was zu sagen. Null. Null. Und ich glaube, am Ende waren dann aber alle trotzdem ganz happy und ganz froh, was da so passiert ist. Und ich meine, der Vorteil ist, klar, ich könnte jetzt auch irgendwie mir 5 Themen raussuchen oder könnte irgendwie am Anfang abstimmen lassen über diese 3 Themen, wollen wir heute nochmal irgendwie sprechen und könnte da irgendwas zu erzählen. Aber so ist es halt individueller. Also ich erstmal, ich glaube, diese 7 Studis, oder ich glaube, es waren halt dann am Ende nur 5 oder so, weil 2 halt was doppelt gemacht haben, die da halt eine solche Session gestaltet haben, die haben, glaube ich, richtig was gelernt. Ja. Lernen durch Lernen, also auch wenn man, ja, definitiv. Also Das. die haben richtig was mitgenommen. Und ich Ja. glaube, für die anderen war es halt auch ganz nett, weil man eben nicht mir Fragen stellen konnte, sondern mal den Kommilitonen oder Kommilitoninnen und weil man halt sich so ein bisschen individueller halt die Themen raussuchen konnte, je nach Raum, wo man halt hingeht, die einen eben so interessieren. Ich finde es vor allem auch einfach mal interessant zu gucken, und ich meine, so dieser Fakt. Wir vergleichen uns ständig, alle sagen immer, ja, vergleicht euch nicht, aber das ist A, super schwer und B, jeder Notenspiegel, den man jemals gesehen hat, animiert förmlich zum Vergleich, weil man hatte das Ergebnis der Gruppe und das von der eigenen. Sprich, in der Uni ist es halt doch, hat es doch viel damit zu tun, was hast du, was habe ich, wer hat wie viel gelernt. Und dann finde ich das Format tatsächlich mal ganz interessant, zu gucken, okay, was haben denn die anderen anzubieten oder was haben die anderen auch für Fragen? Ich glaube auch, dass die Schwelle niedriger ist, weil es bei den Kommilitonen und Kommilitoninnen immer diese Möglichkeit gibt, dass es andere auch nicht kennen oder nicht, auch, dass es vielleicht auch nicht gekonnt werden muss, aber dass du das als Dozent natürlich A, weißt und du ein Halbgott bist und nie Fehler machst, das ist natürlich klar. Ja, also natürlich Quatsch, aber das finde ich mit am spannendsten, abgesehen Genau, von wenn du dem. einmal darunter scrollst an der Seite, da ist dann auch noch ein Screenshot von dem Sessionplan. Da hatte ich jetzt, glaube ich, die Namen Ja, geschwärzt oder ausgepixelt. Und die den. Zwei-Pol-Theorie, die hatten wir jetzt schon öfter. Das hat ja selbst mir langsam was. Also nicht inhaltlich, aber. Okay, das sind wieder die Ja, vier guck mal, da Räume. steht halt offene Fragerunde, ne? Und Ja. da haben wir diesen offenen Austausch. Da ist aber keiner hingegangen. Das Also, du sagst heißt, recht. Moment,
Das heißt, diese vier Sessions, die auch, haben nicht stattgefunden. Doch, doch, die haben alle stattgefunden. Nur diese, da wo du jetzt mit der Maus drauf bist, da wo offener Austausch. Ah, da wirklich die zwei Sessions, wo kein Name hinterstand, okay. Da ist auch keiner hingegangen. Okay, das heißt, dann haben wir auch gleichzeitig die von 9:35 Uhr, was eine gute Zeit ist. Das ist eine schöne Zeit, das ist in Ordnung. Ist zwar immer noch 9 Uhr einstellig, aber ganz entspannt. Und 10:04 Uhr, okay, das heißt auch für dich, und die sind halt auch parallel. Das heißt, du huschst dann immer mal wieder so rum. Genau, ich husche dann von Breakout-Raum zu Breakout-Raum. In dem Präsenzformat hatten wir das so, dass es solche, die hatte ich ja gebastelt, so eine weiße Fahne. Es gab so eine weiße Fahne, mit der konnte man so wedeln, wenn man eine Frage hatte. Ultra cute. Das hat man dann auch durch den ganzen Hörsaal gesehen. So. Wir ergeben uns, wir kommen nicht weiter, Fahne. Und dann ist halt, dann früher in Präsenz hatte ich tatsächlich irgendwie noch einen Kollegen oder eine Kollegin mit, sodass wir uns dann ein bisschen aufteilen konnten. Und in Zoom kann man ja einfach hier so über den Breakout-Raum Hilfe anfordern beim Host. Und einmal ist das, glaube ich, auch passiert, aber ansonsten sind die Leute da auch super alleine klargekommen. Und was halt definitiv jetzt eben so ein Vorteil wieder von dem reinen Online-Format ist, ne? Eigentlich spart man halt so ein bisschen Zeit gegenüber Präsenz. Früher war das immer so, dass das halt echt knapp war. Man sieht ja, wir fangen 9:15 Uhr an, dann habe ich im Prinzip 20 Minuten Zeit, das irgendwie anzumoderieren und diese Sessionplanung zu machen. Und dann zu sagen, jetzt geht's los, strömt alle aus. Und dann mussten die Leute aber wirklich erstmal losgehen und wo gehe ich jetzt hin und wo gehst du hin? Und ich meine, jetzt so in Zoom Breakout-Session starten. sind alle drin, ne? Und auch diese 5 Minuten Pause dazwischen, die braucht man ja eigentlich nicht wirklich. Also klar, vielleicht um sich mal hier noch einen Schluck Wasser zu holen zum Trinken. Oh. Und genauso zum Schluss. Und wenn dann halt der Slot vorbei ist, dann kann man einfach auf Breakout-Raum beenden drücken. Und dann ist er auch eben in den 60 Sekunden vorbei. Und früher weiß ich auch noch, dass ich dann hier geführt mit der Kuhglocke durchs Gebäude gelaufen bin, um alle wieder zusammenzuklingeln und zu sagen, jetzt ist aber mal Schluss und jetzt müssen wir uns mal kurz wieder sammeln und dann wieder neu ausströmen. Vorteile gegenüber Präsenz, ja. Also es ist wirklich, haben ja auch ein paar Leute geschrieben, sehr, also wie gesagt, Barcamp klingt nach einer Menge Organisation und das ist genau das Gegenteil. Also, genau. Es ist halt, ja, also ja, einfach Camp. Also allein das Wort Camp es ist halt, es ist halt darauf zu hoffen, dass die Studis selber aktiv werden. Und es ist auch, ich glaube, es ist auch definitiv so ein Format, was halt davon lebt, dass die Leute, die da hinkommen, eben wirklich selber ein bisschen Bock haben, was zu machen. Also ich glaube, wenn du halt irgendwie so, ich will jetzt keine Berufsgruppe beleidigen, ich sag jetzt mal, wenn man sagen würde, ein Verwaltungsbarcamp. Oh, lass uns mal ein Verwaltungsbarcamp machen. Kann mega cool sein, hey. Kann mega cool sein. Ich glaube, es es gibt so viele Verwaltungsmitarbeitende, da würde sowas von vorangehen. Aber nein, wenn man jetzt halt irgendwie so Leute hat, die sind jetzt irgendwie dahin gefahren und haben das von ihrem Arbeitgeber bezahlt bekommen, dass sie jetzt irgendwie eine schöne Fortbildung bekommen. Ja, ja. Und die hoffen jetzt eigentlich darauf, dass sie jetzt 3 Tage Input bekommen. Am Stück zwischendurch gibt es schöne Kaffeepausen und ein schönes Catering. Ja, und vielleicht am Ende des Tages gibt es eine kurze Diskussionsrunde, wo man das mal eben reflektiert, was man sich den ganzen Tag schön angehört hat. Und Catering ist auch nett. Ja, Catering ist auch bei einem Barcamp definitiv auch nett, auch eine Candybar, ne? Aber also ich meine jetzt bei halt von den Leuten, die da hinkommen und die da mitmachen. Ich glaube, es gibt so, wahrscheinlich gibt es so Leute, die könnte man halt zusammen in einen Raum sperren für 3 Stunden und da könnte man irgendwas stattfinden lassen, da würde immer was total Produktives bei rauskommen, call it whatever you want, ja, da muss man das auch nicht jetzt irgendwie Barcamp nennen, also manche nennen das Stream, also ja, ich will jetzt das Barcamp auch nicht überhypen, ich glaube, man braucht halt einfach coole Leute, die da Bock haben, irgendwie mitzuziehen
und die vielleicht durch die Moderation so ein bisschen angestachelt werden und dann ist das eigentlich so ein Selbstläufer. Und ich glaube, du brauchst diesen, so klingt es bei dir, diesen gemeinsamen Nenner. Bereits ein Semester gemacht, es steht irgendwie es ist zwar eine extrinsische Motivation, so eine Klausur, aber das ist schon mal, das haben alle und dann liegt es so ein bisschen an einem selber, okay, wie viel will ich mich vorbereiten? Und ich glaube, das, und wie gesagt, das hast du jetzt nicht einfach irgendwie auf Eventbrite angeboten, so kommt halt alle Freunde der Elektrotechnik, sondern es ist halt dann doch irgendwie eine Peer Group, wenn man das auf Neudeutsch so sagen will. Und ich glaube, das macht es eben durchaus, da ist die Grundzutat gelegt. Deswegen, also es klingt jetzt tatsächlich, ich überlege mir die ganze Zeit, was man sozusagen braucht, wenn man nur ein Semester hat. Oder also normal lange Vorlesungen oder Veranstaltungen. Weil das machst du irgendwie nicht in Woche zwei, weil dann sagen alle so, und überhaupt. Wir haben jetzt zum Beispiel auch noch eine Zwischenklausur in einer Grund- oder in einem Wahlpflicht. Also ich überlege halt, was man sozusagen braucht und wenn man das taktisch gut platziert. Ja. Wir machen es immer in der letzten Semesterwoche. Also, wir haben das schon mal gemacht am Ende des ersten Semesters. Moment, ihr habt so viel Zeit zwischen Semesterende und Klausuren. 4 Wochen. Nee, wir haben das einfach auch am Ende des ersten Semesters gemacht, nochmal Ach als so eine so, okay. Zusammenfassung. Okay. Und vielleicht als Prüfungsvorbereitung für, wir haben ja nach dem Prinzip nach dem ersten Semester auch eine Nachschreibeklausur. Und weil das jetzt. Zumindest auch so irgendwie über die Corona-Jahre. Also, ich sag mal, mittlerweile sieht man eigentlich kaum noch einen Unterschied in den Anmeldezahlen zwischen der eigentlichen Klausur und der Nachschreibeklausur. Das ist einfach wie so ein zweiter Termin. Ist einfach wie so ein zweiter Termin. Es gibt halt nach jedem Semester einen Prüfungstermin und zu dem kann man sich anmelden und dahin kommen. Und Es von hat daher. halt auch einfach die Runde gemacht, dass du Klausuren drucken kannst. Wortwörtlich. Also, wissen das deine Studierenden, meinst du? Ja, bestimmt. Weil, also, ich meine, das ist halt auch ungewöhnlich, bei dir ist ja eher ungewöhnlich. Aber ja, und ich glaube, wenn dann sozusagen eh klar ist, okay, du bekommst eine MATLAB-generierte Klausur, das ist halt auch bei vielen, vielen nicht so. Da werden Klausuren bio-handgestreichelt, angelegt und hochgezüchtet und behütet und geschützt. Und wenn sie dann halt einmal online sind, dann sind die Fragen ja nicht weg, aber du kannst dich einfach nur Zahlen austauschen, weil. Aber ich habe jetzt über die netten Kolleginnen von MathWorks oder von MATLAB noch einen sehr guten Kontakt bekommen zu einer anderen norddeutschen Universität, an der eben so MATLAB-generierte Klausuren in den Grundlagen, also zumindest so in elektrotechniknahen Fächern verwenden. Hast du wieder eine Firma via Tweet getaggt, So die nach dem mit Motto, genau. Bonus? Ey, das Overleaf, I'm still waiting, by the way. Oh ja, Overleaf. Ah. Ja, Overleaf kann überhaupt nichts dafür. Ne? Das ist ein bisschen. An der Stelle sind halt auch einfach, da ist einfach der Student, die Studentin schuld. Also, wer sowas Komisches schreibt in seinen LaTeX-Quelltext, der hat Ach es so, nicht das drauf. meinst du. Ja, nee, ich meinte Ja, jetzt deine Free Goodies. es war so witzig. Weißt du, gestern erreichte mich eine E-Mail. Ja, Sir, here, I have a problem with my report. Und da waren Vielleicht finde ich 100, es. 182 Fehler in dem LaTeX-Dokument. Und dann habe ich da so kurz drauf geschaut und habe festgestellt, naja, da hat jemand halt an unserer Vorlage rumgefuscht und irgendwelche seltsamen Pakete da reingebaut. Und dann ist natürlich mehr oder weniger klar, dass da halt Ah irgendwelche. ja. Ich habe ja drauf geguckt, dachte so, hey, 182 Fehler und davon kein kritischer. Where's the Naja, ich problem? meine, das ist natürlich klar, irgendwie, das ist ja, irgendwo hat man halt irgendwas Komisches gemacht und dann werden dadurch natürlich dann so beliebig viele Fehler eigenständig generiert, ja, so viel wie es halt Abbildungen gibt oder was nicht, was. Naja, und dann habe ich ihm halt zurückgeschrieben, lieber Student, ist ja nett, dass du mich fragst, aber eigentlich bist du sowieso ein bisschen selbst schuld, weil du hast halt. Hättest du halt einfach unsere Vorlage genommen? Nein, du musstest ja mutig sein und die irgendwie da selbst anpassen. Jetzt musst du halt mal aber auch selber ein bisschen irgendwie debuggen. Naja, und dann hat er mir halt heute Vormittag geantwortet, hat gesagt, sorry, es tut ihm leid und so, aber er kommt nicht so richtig klar, ob ich nicht doch mal nochmal drauf gucken könnte. Und da habe ich heute Morgen das Overleaf-Dokument aufgemacht, da waren es 196 Fehler. Ja. Why? Einfach, einfach, Ja, aber mittlerweile über habe die ich sie Office. alle hier lösen können, dann schon doch irgendwie. Und es waren dann recht, also das ja die Sachen, die ich da beschrieben habe. Ja, vor allem,
Also, ja, don't change the template, das ist irgendwie so Regel 13. Und dann nehme ich doch einfach den Inhalt, also meinen Inhalt und paste und ersetze den Lorem Ipsum, oder? Also. Ja, und ich verstehe es auch nicht. Also das ist so genau diese, wo wenn wir jetzt von den fachlichen Kompetenzen halt wieder abschweifen und irgendwie in Richtung der 4K-Kompetenzen gehen, so, also Kreativität war ja an der Stelle durchaus vorhanden, aber in die falsche Richtung. In Kollaboration Aber auch. Er hat auch mit dir, du hast es ja, doch er hat dann mit mir, gelöst das für war auch ihn. alles super. Aber das kritische Denken an der Stelle hat mir dann doch ein bisschen gefehlt. Oder halt so irgendwie, ich meine, das war in einem nicht technischen Projekt, aber selbst da ist es ja, das sind ja bei uns irgendwie alles Leute, die mal Ingenieure und Ingenieurinnen werden wollen. Und da geht es doch an vielen Stellen darum, irgendwie Probleme zu lösen. Ja, und sich so zu überlegen, oh, ich habe jetzt hier irgendwie so ein seltsames Problem und jetzt tracke ich das halt mal irgendwie und gucke, was muss ich denn machen, damit das, ne, also ich meine, das. Da gibt es ja in LaTeX auch irgendwie etablierte Wege, das zu tun. Ich kommentiere halt Teile von meinem Dokument aus, bis die Fehler weg sind. Ja, und dann mache ich so im Prinzip so Bisektionsverfahren und pack Das halt nennt immer man was rein. Genau, ja, bis halt Debuggen, irgendwie der Fehler wieder da ist. Und dann so, ich meine, klar, wenn ich mir jetzt 5000 Zeilen LaTeX-Dokument angucke, da sehe ich den Fehler auch nicht auf Anhieb. Aber Love dann it. nehme ich mal den ersten Teil raus und den zweiten Teil raus, bis ich irgendwie da. Und das ist halt einfach, ich meine, klar. Man muss wissen, ein bisschen wissen, wie es geht, und am Ende kostet es halt wie alles Zeit. Und dann ist die Frage, auf welcher Stufe der Blum'schen Lerntaxonomie liegt LaTeX? Vorlagen zerstören. Ist das schon synthetisieren? Ist das schon erstellen? Man weiß es nicht. Wir kommen so langsam zu dem Punkt, wir hatten es auch gerade schon mit Klausuren angestoßen, Open Book Klausuren. Das war ja irgendwie klar, dass das es musste ja auf der Agenda liegen oder auf die Agenda kommen, weil Klausuren stehen an. Eure ist dann in 2 Wochen. 4. August, genau, ungefähr in 2 Wochen. Ja, wir lassen nächste Woche schreiben. Wie Nee, ungefähr in sieht das 3 Wochen. Nee, in zweiter, zwei, in zwei, ne? ziemlich genau in 2, ja. Ja, in zwei. Wie sieht das dann bei aus? Wir haben ja schon öfter über deinen Workflow gesprochen. In kurz, du drückst auf den Knopf und Klausuren werden erstellt. Genau. Also. Das war gute Education. Ciao. In diesem Jahr, es gibt wie immer Neuerungen. Es ist natürlich Okay. nichts wie im Jahr zuvor. Nein, im Februar war ja unsere Klausur rein online und da hatte ich ja diese individualisierten Klausuren zusammengestellt. Und in diesem Jahr habe ich zumindest so aus Sicht der Hochschulleitung und auch aus Sicht Studierender durchaus den Wunsch vernommen, es möchte bitte wieder Präsenzklausuren geben. Oh, wow. Die wir halt in einer Messehalle schreiben, also was da meines Erachtens auch pandemietechnisch, zumindest in dieser Messehalle, das haben wir ja im letzten Sommer auch gemacht. Das war War da nicht eigentlich. noch ein Impfzentrum letztens? Naja, das ist im Jahr, das ist in einer Messehalle. Ah, Also okay, andere Halle. da gibt es Okay. mehrere Messehallen und ich glaube, das Impfzentrum ist nur noch in der Messehalle daneben an. Ist vielleicht auch eine Idee, sich vor oder nach der Prüfung, nee, wahrscheinlich besser danach, Ja. falls man es noch nicht hat, kurz eine Impfung abzuholen im Impfzentrum. Sollte ja bis dahin definitiv auch ganz ohne Termin vermutlich möglich sein. Naja, und also infektionstechnisch halte ich das Risiko, zumindest in diesem großen Raum, mit diesen doch sehr, sehr, sehr großen Abständen, in denen die Leute da sitzen, für überschaubar. Kritisch ist natürlich eher, was da vor der Halle passiert, wie dicht man da zusammensteht und oder wie man da halt hinkommt mit der Straßenbahn, mit dem Fahrrad, wie auch immer, zu Fuß. Naja, und ich hatte ja schon mal auch mal angekündigt, es wäre meines Erachtens ganz cool, wenn man halt auch in der Präsenzprüfung den Leuten erlauben würde, halt das zu machen, was sie in der Online-Prüfung gemacht haben, einen Rechner zu benutzen, ihr Smartphone zu benutzen, ein Tablet zu benutzen, einfach um Zahlenrechnungen in MATLAB machen zu können, ne? Mit Ja. komplexen Zahlen zu rechnen, Gleichungssysteme zu lösen, irgendwie mal eine Probe machen und simulieren, irgendwie sowas in der Art. Und Und ja. ja, damit dann das Internet werde ich allen nicht abdrehen können. Es gibt, soweit ich weiß, da irgendwie keinen zuverlässigen WLAN-Zugang, aber es gibt natürlich SIM-Karten. SIM-Karten, genau. Und Hotspots und so. Ja. Und das heißt, es gibt halt wieder individualisierte Klausuren, die ich aber diesmal halt ausdrucke. Also das ist eigentlich der Unterschied. Ich generiere sie und anstatt sie per E-Mail an die Studis zu verschicken, drucke ich sie aus und jeder bekommt sie ausgedruckt.
Und die Ergebnisse werden auch dann die handschriftlichen, die es ja auch online gab, die werden halt nicht abfotografiert, eingescannt, hochgeladen, sondern die sammeln wir auch dann wieder handschriftlich ein. Das heißt, okay, die kommen da alle hin, wie auch immer, natürlich jeder einzeln und keiner redet mit niemandem und das passiert Naja, einfach. reden wir, nur nicht, kein Zungenkuss vor Ah der. ja, okay, also jetzt kommen alle, keiner redet miteinander wie in Zoom und müssen sie vorher quasi ihre Hilfsmittel anmelden oder sollen die einfach alles mitbringen, worauf die Lust haben? It's Open Book. Okay, was ist, wenn einer mit Earpods kommt und sagt, der ist halt Musik drauf? Egal. Krass. Also the real Open Book sozusagen. Okay. Und wenn jetzt zwei sagen, wie ist die Sitzverteilung? Na, das sind schon Einzelsitzplätze. Ja gut, aber zufällig nach Ja, Nachnamen. nee, weil zufällig ist halt total schwierig, weil ich muss ja diese individuell ausgedruckten Klausuren. Ja, das weiß ich noch nicht so richtig. Das ist ein guter Du Punkt, dass wir da mal drüber diskutieren. Weil ich meine, ich habe natürlich in der Online-Variante, habe ich halt auf die Klausuren gleich Name und Matrikelnummer und so irgendwie draufgedruckt. Weil man das ja dann Ja. einfach per E-Mail verschicken konnte. Wenn ich das jetzt ja wieder draufdrucke, dann muss ich ja das irgendwie logistisch schaffen und das ist gar nicht so einfach, jedem und jeder an dem Tag der Klausur in einem Umschlag oder irgendwie auch immer halt die Klausur, die personalisierte, die individualisierte zukommen zu lassen. Das heißt, ich kann die halt vorher irgendwie auf die Tische packen. Dann braucht es aber halt einen Sitzplan, der irgendwie nach Genau. Matrikelnummer oder irgendwie sowas geordnet ist. Oder es gibt halt einfach, keine Ahnung, 100 individualisierte Klausuren. Vielleicht drucke ich da einfach ein Nümmerchen drauf, wo ich dann selber weiß, welche ist das jetzt. Ne, also welche, keine Ahnung, Aufgaben, Variationen, Varianten stehen da dahinter und die Leute schreiben einfach selber ihren Namen und Matrikelnummer drauf. Das macht es wahrscheinlich einfacher. Ja, ansonsten bräuchtest du halt, ich meine, du kannst halt so viele Permutationen drucken, also ist egal, aber wenn man jetzt nicht so viele hat, dann braucht man halt irgendwie so Cluster und dann musst du gucken, dass da irgendwie die Ecken nicht aneinander sitzen und dann, ja. Ja, das ist eigentlich egal. Ich meine, was halt die Kollegen beim letzten Mal bei der Online-Kontrolle, also die Online-Kontrolle war halt in der Hinsicht nett, du hast halt diesen Papierkrieg. Ne? Ich meine, ansonsten hatten wir halt so Blöcke und Hefter von irgendwelchen Papierklausuren, die wird es halt dieses Jahr wieder geben. Weil ich werde sie erst nach der Korrektur vermutlich einscannen, weil ich sag mal, so toll mit, man korrigiert das am Bildschirm mit elektronischer Tinte. Naja, das. Ist auch gerade im Sommer ist es schon nett, sich mit einem Stapel Klausuren in den Nordpark zu setzen und das halt auf der grünen Wiese irgendwie zu kontrollieren. Ja, also ja, vor allem dann, also was man ja, man muss es ja auch echt bis zum Ende denken. Ich meine, das fällt mir jetzt bei meinen ersten Veranstaltungen, die wir betreuen, auf. Du musst ja auch irgendwie eine Einsicht also liefern und dann, also entweder du machst es halt, du bleibst wirklich einmal komplett digital. Wenn du es aber eh ausdrucken musst, dann bleib halt analog. Also ja. Ja, naja, und ich meine, für die Einsicht, das habe ich ja früher schon immer gemacht, die dann halt alle eingescannt mit diesem QR-Code-Papier und dann das halt automatisch per E-Mail irgendwie zuschicken lassen. Und das war ja also so ein Riesending, als dieses QR-Code-Papier eingeführt wurde, von mir vorbereiteter, wo dann halt immer Name und Matrikelnummer lesbar drauf stand. Da haben ja alle gesagt, Juri, endlich können wir diese Namen lesen und entziffern und wissen, wem wir diese Punkte irgendwie. Weil es gab ja vorher halt einen Haufen Leute, die, also. Digitalisierung. Ja, also wo man einfach nicht irgendwie wirklich wusste, wer ist das? Oder Leute, die halt vergessen haben, irgendwie ihren Namen auf den Lösungszettel zu schreiben. Und klar, das sind immer also Einzelfälle, aber die machen ja dann trotzdem irgendwie Arbeit. Im Chat wurde gerade gefragt, wie du dann jedem, also ob du jedem eine einzelne, ob jeder eine personalisierte Mail bekommen hat und wie das funktioniert. Ja, also genau, für diese QR-Codes gibt es auch irgendwo auf meinem WordPress-Blog so einen Artikel, da findet man sogar die LaTeX- und MATLAB-Quelltexte, die das halt machen. Und das ist einfach, also ich lade dann eine Namensliste der Teilnehmenden aus dem Moodle-Kurs runter oder halt aus dem Prüfungsanmeldungssystem. Da muss halt nur Name und Matrikelnummer und irgendwie eine E-Mail-Adresse drinstehen. Und dann werden daraus automatisch diese über LaTeX natürlich wieder Quasi ein die. Serienbrief. Genau, wie ein Serienbrief. Also in MATLAB werden die LaTeX-Quelltexte erstellt, dort kompiliert und per E-Mail verschickt. Ist einfach nur eine Schleife dann über alle Studis.
Und das ist, ich muss sagen, das ist der Vorteil, wenn man Ingenieur ist oder Informatikerin. Man kann halt ein bisschen programmieren und dann programmiert man sich sowas halt mal irgendwie an einem Nachmittag nebenbei und hat das dann halt. Deswegen, also es ist automatisch, wenn man die Schritte vorher manuell gemacht hat, dann ist es automatisch. Naja, wenn man das Programm halt programmiert. Aber Wenn ist man es nicht halt so, dass kann, ich jetzt. Leute, dann ist das halt so. Wenn man es halt nicht kann, dann tut es mir halt auch nicht leid. Ja, man kann ja also mehr als jetzt irgendwie einen Blogartikel drüber schreiben und den Quelltext verlinken, kann ich auch nicht. Das stimmt, das stimmt. Ja, wie war das Zitat? Wenn wir alle so arbeiten würden wie du, Matthias? Arbeitslos, die Hälfte wäre arbeitslos. Die HochschuldidaktikerInnen, ja, die Die werden alle. Hochschule, ja, großartig. Schön. Das heißt, genau, weil wenn Leute halt sagen, komm, wir zwei sitzen halt nebeneinander, kein Problem, das ist dann quasi mit einem Sitzplan out of the door. Ja, ist auch Dann. mit den individualisierten Klausuren out of the door. Ich meine, die haben eh alle Stimmt. unterschiedliche Aufgaben. Also, und also Corona-technisch so mit dieser Krass, ja, Bestimmung, da nee. sitzen die eh so absurd weit auseinander. Da Ja. brauchen Naja, aber es gibt, ich meine, du, wie du gesagt hast, es sind halt auch Ingenieure und Angehende und Ingenieurinnen. Wenn sie ihren Laptop benutzen, man könnte ja durchaus ein, also ich will es gerade kaputt machen, was offensichtlich nicht geht. Ein kleines Mesh-Netzwerk auf der Messehalle. Ja, gerne. Also von Kostet halt super viel Zeit und bringt nichts, aber hey, knock yourself out. ja, ich Ah. weiß, also da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, wie du immer so sagst, auch irgendwann ist doch der Aufwand, die Aufgaben einfach zu lösen, kleiner, als jetzt da irgendwie sich so ein anderes Ja. Szenario auszudenken. Naja, und ich meine, ich kriege ja viele studentische fachliche Anfragen und beantworte die meistens auch sehr gerne und sehr schnell. Und zum Beispiel am Wochenende hat mir auch wieder ein Student eine E-Mail geschickt mit, hier, ich habe mal irgendwie diese jene alte Klausuraufgabe durchgerechnet. Ist das denn so richtig? Und ich meine, klar, es kam, glaube ich, der Person jetzt nicht nur auf das Endergebnis an, sondern halt auch schon noch mal irgendwie, dass ich kurz mir den Rechenweg angucke und sage, ja, passt so nicht. Oder da könnte man jetzt das noch irgendwie vielleicht ein bisschen dran aufhübschen. Aber ich glaube nicht, also ich glaube nicht, dass das sozusagen der einzige Grund war, sondern vermutlich wollte die Person auch wirklich einfach wissen, stimmt halt das Endergebnis. Ja, und dann eben mal auf die Idee zu kommen, okay, das war wirklich eine recht simple Schaltung, wo auch Werte für die Bauelemente gegeben waren. Das schrie halt so danach mit, mach T-Space auf, klick da schnell die drei Widerstände und die zwei Quellen, drück auf Simulieren. Und guck halt, okay, das Ergebnis, was da rauskommt, stimmt mit dem Wert überein, den du halt per Hand ausgerechnet hast. Dann wird wohl auch dein Rechenweg stimmen. Ne? Also ich glaube so auf dass es diese Möglichkeiten gibt, dass so richtig begriffen haben das noch nicht alle Studis. Und das ist ja auch eben eine wichtige Kompetenz. Ne? Also zu sagen, das ist ja wieder, das ist genau wie mit diesem LaTeX-Ding. Also so ein bisschen so Hilfe zur Selbsthilfe und was kann ich denn mal machen und wo, ne, wo kann ich denn. Und der, jetzt muss ich auch wieder vorsichtig sein, letztens hat Ja, mir musst du. Letztens hat mir ein sehr netter Student, ihm fehlten noch ein paar Punkte für die Zulassung. Und dann gibt es bei uns auch immer so die Möglichkeit, noch so eben genau solche Netzwerksimulationsaufgaben zu machen. Ja, ich habe ja dafür verschiedene Simulationsprogramme auch mal Videos schon vor Jahren bei YouTube erstellt und so. Und dann such dir halt eine Aufgabe aus unserem Aufgabenheft. Und entwickle dafür sozusagen eine Probelösung, ja, in diesem Netzwerksimulator. Und schick mir die halt oder lade die halt da hoch und dann gucke ich mir das an. Und wenn das passt, dann erstens lade ich die in den Moodle-Kurs hoch, wo sie halt alle anderen sehen, sodass sie halt darauf zugreifen können und das nutzen können. Ja, also wir haben da mittlerweile über die Jahre auch eine riesige, Ein Schatz. wie würde man sagen, Crowdworking-generierte Datenbank an Netzwerksimulator-Lösungen für unsere Übungsaufgaben aufgebaut, wo halt auch mal Powered noch. by verzweifelten Studierenden, die noch Credits brauchen. Genau. So. Und so, und dann hat er, ja, okay, macht er, so. Und dann habe ich halt so E-Mails bekommen, ja, und dann hat er halt einfach die Schaltungen im Prinzip nachgezeichnet in dem Netzwerksimulator und hat halt so für die Quellen einfach das dran geschrieben, was in dem Übungsheft steht. Was jetzt aber eben nicht.
Also das entsprach einer menschenlesbaren Syntax, nicht einer maschinenlesbaren Syntax, die dieser Netzwerksimulator erwartet. Und so war das halt nett. Er hat diese Schaltbilder da, sage ich mal, nachgezeichnet, ja, aber er hat halt keine lauffähigen Simulationsmodelle erstellt. Und sobald man da auch nur auf irgendwo ansatzweise auf den Simulierknopf gedrückt hat, ploppten natürlich 1000 Fehlermeldungen auf. Ja, weil das halt niemals nie passte. Das fing so mit einfachen Sachen an wie, naja, da wo mal ein Dezimalpunkt hin sollte, weil das natürlich irgendwie alles amerikanische Notation ist, stand halt ein Komma, bis da standen irgendwelche seltsamen Ausdrücke mit, naja, so wie man das halt schreibt, Sinus von Omega T plus 60 Grad und so, wo halt so ein Computersimulationsprogramm halt nichts mit anfangen kann. Still hier. Naja, und aber hat er, hat er seine Credits bekommen? Das ist ja hier. Ich habe dann, sagen wir mal, freundlich so ein bisschen zurückgeantwortet und habe gesagt, das ist jetzt nett, aber. Und hat das daraufhin nochmal versucht? Ja, er hatte es dann nochmal versucht, aber ich habe dann versucht, ihm sozusagen durch die Blume klarzumachen, sorry, wenn du jetzt irgendwie das an der Stelle nicht so wirklich verstehst, warum das nicht funktioniert oder warum das halt zum Scheitern verurteilt ist, was du davor hast, dann, ehrlich gesagt, hättest du jetzt in der Klausur auch nicht so wahnsinnig große Chancen, also jetzt so auf Biegen und Brechen noch eine Zulassung zu bekommen, nur dafür, dass man dann krachen in der Klausur scheitert, dann machst du auch einfach im nächsten Jahr mit ein bisschen mehr Erfahrung. Ah, das ist halt irgendwie, das ist schade, aber wahrscheinlich ehrlicher, als jetzt zu sagen, ja, komm, push. Ja, und ich meine, das zeigt halt wieder, nur weil es diese Netzwerksimulationsprogramme gibt und man da natürlich schnell, kann ich da, oh, klicke ich auf den Widerstand, klicke ich, ziehe ich den darüber, klicke ich auf eine Quelle, ziehe die darüber. Da habe ich trotzdem, und dann sieht das am Ende, irgendwie sieht das so aus wie die Schaltung da in der Klausuraufgabe oder in der Übungsaufgabe. Aber es ist das Ziel, das nachzubauen. So. Genau, also, simuliert hat das Ding halt trotzdem noch nicht. Ne? Also ich glaube, das ist auch wieder, wenn man sich halt solche Beispiele mal anguckt. Natürlich wissen wir als Dozenten alle, wie solche Programme funktionieren. Natürlich würden wir solche, ich sag mal, Fehler nicht machen. Aber Studis machen die halt. Ja? Und deswegen kann man ihnen, also zumindest wenn sie nicht wirklich Ahnung haben von dem, was sie da tun, gibt auch natürlich einen Haufen Studis, die kriegen das problemlos hin. Ja, aber ja, gut, aber die Studis, die alles hinbekommen, das ist ja, die machen ja auch keine Probleme, oder? Genau, ne? Aber klar, sozusagen schon auch einige nicht und denen hilft das. Also, da kannst du auch Open Book Klausur machen, da kannst du auch, du könntest denen auch schon das Schaltbild dahin zeichnen und sagen, mach halt, dass es simuliert, würden sie trotzdem nicht schaffen an der Stelle. Vor allem irgendwie jetzt heute ist es Jupyter Notebooks oder wie heißt euer Spice? Splice. Anti-Splice, ja. Genau, so. Und irgendwie in 5 Jahren oder bei irgendwelchen großen Maschinenbauern ist es halt Tool XY. Muss halt irgendwie auch durch, so blöd wie es klingt. Ja. Also, was man da halt wieder gesehen hat, ich habe auch mir gleich da schöne Bildschirmfotos von gemacht, weil ich mache ja immer so einen Kurs für unsere ITRW Student Branch zur Netzwerksimulation. Und das waren die perfekten Beispiele für mein Hauptsimulationsmantra Bullshit in, Bullshit out. Ne? Also du musst halt, der Computer, das Programm rechnet per se eigentlich immer richtig, aber du musst ihm halt dein Problem sinnvoll und verständlich vermitteln und die Ausgabe, die rauskommt, auch irgendwie sinnvoll interpretieren. Im letzten Herz ja schon wieder habe ich halt auch so ein Beispiel besprochen, wo irgendwie so ein Schlenzer eine Frage gestellt hat und dann, ja, das Netzwerk macht komische Sachen an der Stelle. Ich sage, nein, es macht genau das, was es machen soll. Wir müssen nur andersrum darüber nachdenken und dann macht auf einmal alles, dann ist auf einmal alles sinnvoll. Ja. Ach, Leute. So, wir haben noch 4 Minuten. Ich will nicht auf die Zeit Pressure-Box drücken, aber wir haben nur noch 4 Minuten. Gibt es denn noch weitere nette Kommentare oder Fragen im Chat? Fragen gab es keine weiteren mehr. Nee. Aber also, falls diejenige Person uns noch zuhört und den WordPress-Artikel mit dem QR-Code-Papier nicht gefunden hat, dann irgendwie gern mich per Twitter kontaktieren oder irgendwie einen reitenden Boten vorbeischicken, Brieftaube. Das ist gut alte Brieftauben-Protokoll. So. Das war Bits and Bytes Folge. Boah, sind wir schon bei 12? Ich glaube, wir sind schon bei 13. Oder wir sind schon bei 13. Es ist. Warte mal, wir packen jetzt einfach mal, damit im Chat noch was passiert. Wo habe ich die? Ich kann das kurz recherchieren. Wir werden auf jeden Fall. Ich recherchiere. Ja.
Wann werden wir uns wieder treffen? Ungefähr in einem Zeitnah. Monat. Und dann, Ja. also nach der Prüfung. Ich glaube, nach der Ja, Prüfung müssen wir ja. unbedingt mal die Prüfung auswerten. Hier, ich bin schneller. Zack. Zack, usch. Zack. Hat auch nur 15 Sekunden gedauert. Da ist Folge 12 heute. Folge 12. Genau, Folge 12 und Kanal ist kurz im Chat. Weil da landet die Aufzeichnung, die du dir vielleicht gerade angeguckt hast oder auch nicht. In jedem Fall, danke fürs Einschalten. Wir sind mit Sicherheit in 2, 3, spätestens 4 Wochen zurück, also dann nach der Prüfung. Mir fallen keine Outro-Worte ein. Aber das war Barcamp Lernen Open Book Klausur Bits and Bytes, was wirklich der generischste Podcast-Titel aller Zeiten ist und ich liebe es. Wir unterhalten uns nächstes Mal wieder über digitale Bildung und alles, was so auf deinem Twitter-Account passiert. Wobei ein bisschen aktiver bin ich jetzt auch. Neues Video kommt tatsächlich auch die nächsten Tage. Hat auch nur 2 Wochen gedauert, das zu schreiben. Es wird also nie langweilig. Irgendwas war auch noch mit Corona, man weiß es nicht. Und bis dahin, gute Out, wie ich mal sage. Und guckt euch Matthias Kanal und Videos an. Der lädt nämlich deutlich mehr und deutlich mehr inhaltliches Zeug hoch. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.